Hallo liebe Kawaza-Freunde auf Kawaza-TV. Heutiges Thema Wing Chun Chizo, Bongzo, wie man den einsetzt, passiv und aktiv im Chizo raus und verschiedene Variationen. Und bevor das Video losgeht, nicht vergessen, Kanal abonnieren, lasst viele, viele Likes da, aktiviert die Glocke für die neuesten Aktivitäten. In die Kommentarsektion könnt ihr mir gerne auch schreiben, schaut in die Beschreibung, da findet ihr andere Social Media Seiten wie Twitch, TikTok, Facebook und Instagram ist hier eingeblendet und bleibt dran, gleich geht's los. Ja, Erdo ist heute da, wie gesagt, zum Vorzeigen für die Wing Chun Techniken. Wir beginnen mit dem Basic Chizo und schauen uns das Ganze mal an. Du gibst mir jetzt mal einen Angriff. Wir nehmen den Bonsai hier auf. Das Wichtigste ist einmal, das ist die diagonale Position. Machen wir es von vorne. Und wichtig ist bei der Abwehr nochmal, dass wir hier ein bisschen den Körper nach außen gehen, also wegdrücken. Je nachdem, was ich auf Ihre Anwendung machen möchte, entstehen dann hier nochmal, wie man das sieht, eins, zwei verschiedene Positionen. Ihr seht also, ich kann hier einen Griff ansetzen, hier wieder sperren und hier wieder quasi so eine Seitwürgetechnik einsetzen, wenn ich jetzt mehr auf Ringen arbeite. Schauen wir uns das nochmal an, das heißt hier eins, zwei. Oder ihr macht Schlag und geht halt, wenn ihr fortgeschritten seid, in die Bücher-Technik. Wichtig ist einfach, aufnehmen, sperren. Ihr könnt es auch so zuschlagen, ihr könnt es auch hier festhalten. Weil bis ihr da raus seid, sind schon viele, viele Angriffe passiert, die dann auch beeindrucken. Genau, beim Abwurscht. Genau. Eins, zwei. Ja. So, andere Möglichkeit wäre, wenn ich abwehre und mich dann quasi aus der Position hier mit der Hand weitermache, das heißt, ich gehe hier nach oben und setze hier den Vorschuss innen ein, dann hätte ich wieder die Möglichkeit, nur Kettenvorschüsse zu machen. Natürlich hier, eins, zwei und Kettenvorschüsse. Wie funktioniert das ganz richtig? Hier rüber gehen, innen drehen, Vorstoß, Kettenvorstöße. Eine andere Möglichkeit wäre, eins, Lapsau, aus dem Bongzo zum Lapsauzug, das heißt Zugangriff, rausgehen und wieder rüberziehen. Konterschlag wieder hier rein, könnt wieder x-beliebig Schere, Kettenvorschüsse, Bütschtechnik einsetzen. Oder eins, zwei, Innenwechsel, Quansau, Doppelvorstoß, Sektion 4 zum Beispiel. Für die Fortgeschrittenen ganz langsam. Wir sehen hier den Angriff. Hier wieder Positionswechsel, Doppelvorstoß und Kettenvorstoß. Ja, das sind die Variationen. Also, wenn ihr easy beginnen wollt, macht ihr die erste Variation. Wenn ihr schon mal Sektion 1 gut vertraut seid und Sektion 2, 3, 4 kennt, könnt ihr genauso auch die letzte Übung dazu machen. Und wie gesagt, da braucht es aber Leute, die natürlich mit dem Programm auch so weit sind, dass sie auch das verstehen. Und das sind ja Ideen, die man aus dem Bongzo machen kann. Das heißt, der Bongzo ist hier passiv am Anfang und entwickelt sich weiter zu einer Technik, die dann entweder zum Zugangriff oder zum direkten Angriff führt. Ja, dann sehen wir uns noch im Outro. Ja, ihr habt gesehen, in der Bewegung ist es sehr, sehr wichtig, dass man halt den Bongzo so einsetzt, dass der dementsprechend immer gut positioniert vom Körper ist, es als Schutz dient und dann kann man eine Transition bauen in verschiedene Richtungen, entweder bleibt man auf der rechten Seite oder linken Seite positioniert und kann die Folgetechniken auch einsetzen. Für Fortgeschrittene gut geeignet, aber hier braucht es ja auch jemanden, einen zweiten, der sich auch natürlich mit den Chizo-Elementen auch halbwegs gut auskennt, zumindest die Basics hatte. Wir sind schon am Ende, nicht vergessen, wir haben ein Video am Anfang erwähnt, Kanal abonnieren, haut viele, viele Likes drauf. Aktiviert die Glocke für die neuesten Updates und neuesten Videos. Schaut in die Beschreibung. Ich habe auch andere Social Media Seiten wie Twitch, Facebook, TikTok, Instagram ist hier eingeblendet. Und danke fürs Zusehen.
Bis bald und Peace.